Ja, vor 2 Minuten, 30 Meter von hier, den Abspann der Outdoor gedreht. Für euch geht es jetzt hier schon wieder weiter. Ich bin jetzt auf dem Weg von der Outdoor Richtung Outdoor, und zwar zum Enno von Buschkraft Tirol, Buschkraft Oberland, sorry, Buschkraft Tirol ist der Heli, Grüße. Ja, wir machen eine schöne 2-Tages-Bergtour. Jetzt heißt es erstmal 2,5 Stunden zu ihm fahren und ja, mir vorher noch eine Vignette besorgen. Keine Ahnung, wo es die gibt. Schauen wir mal. Wie ihr seht, bin ich schon beim Enno angekommen. Hallo. Hab schon meinen Rucksack für morgen gepackt. Und jetzt hat der Enno mir Abendessen gemacht. Es gibt selbstgemachte von Ennos Papa. Vielen Dank an der Stelle nochmal. Kaspressknödel, also Käse, gepresste Käseknödel. So Art Semmelbrösel, halt noch mit Käse drin. Und das Ganze in so einer Gemüsebrühe, Gemüsesuppe. Dazu noch ein Salat. Schmecken richtig lecker. Top, Enno, vielen Dank. Bitte. So, ich esse das jetzt und vielleicht melde ich mich heute Abend noch mal. Ansonsten morgen, wenn es losgeht, auf die Bergtour. Moin, moin zusammen. Ja, wir sitzen gerade bei Enno im Auto und fahren jetzt hoch Richtung Parkplatz Sinnesbrunn. Und ja, hier geht es ganz schön. Ganz schön ruppige Strecke. Ja, eigentlich hatten wir geplant, eine 2-Tages-Tour zu machen. Enno ist jetzt ein bisschen erkältet, das heißt, wir machen jetzt heute nur eine 1-Tages-Tour draus, 1-Tages-Übernachtungstour. Das ist mein neuer Kumpel. Die Muku. Jo. Ziemlich neugierig. So, jetzt geht's aber los. Ja. Ja, vor uns liegt wieder der Sinnesbrunn, die kleine Kapelle. Da haben wir letztes Jahr auch schon mal kurz Rast gemacht und ein Schluck Wasser getrunken. Das mache ich gleich nochmal. Genial! Letztes Jahr sind wir hier weiter hochgegangen Richtung Skihütte und dann den Jägerpass, ne, den Jägersteig. Jägersteig, ja. Jägersteig runter zum Heiterwangersee, ne, zum Göffelesee und zum Kolstadtsee. Und jetzt machen wir hier vorher schon eine Abbiegung und jetzt geht's schön in den Wald rein. Wettertechnisch haben wir wirklich wieder den absoluten Glücksgriff. Ich glaube, sie haben heute 29 Grad gemeldet. Gut, hier oben wird es wahrscheinlich nicht ganz so warm. Nachts kühlt es noch mal ab. Aber da habe ich ja mit meinen Daunenquills kein Problem. Ja, richtig genial. Als ich letzte Woche oder so am Sonntag das Wetter für hier geschaut habe, stand da Regen und Gewitter. Das wäre übel gewesen, die weite Anfahrt und dann Regen. Naja, hätte auch bestimmt auch einen guten Flair gehabt.
schöner Donnerbalken. Der Walddonnerbalken. Hier mit Klopapierhalter und auf die Hilfe. Dafür lohnt es sich. Ich stelle es mal scharf. Zack. Geil, oder? Hammer. So, jetzt haben wir den offiziellen Weg Richtung Nassereit verlassen und gehen jetzt ein bisschen querfeldein durch den Wald. Suchen wir uns quasi den Weg zum Köffelesee. Gerade mitten im Wald noch einen schönen Spot gefunden, wo man noch einmal aufs Sinnesjoch und auf den Alpleskopf. Das ist der Kahle hier im Hintergrund. Ich versuche mal ranzuzoomen, schauen kann. Ja. Und da hinten, wie heißt der? Weiß ich nicht. Weiß er nicht. Ich guck mal, ob ich euch einblenden kann. Ja. Und da oben gehen wir heute noch hoch. Nein. Wups, sind wir schon am Göffelesee. Puh, riecht nach frischer Kuhscheiße. Heieiei. Landluft. Irgendwie immer geil. Und direkt schon am Lagerplatz. Lager. Göffelesee. Hammer. Richtig cool. Ja, die Wanderung hierher war jetzt recht kurz. Wir waren jetzt ein gutes Stündchen unterwegs. Hierher an den Göffelesee. Enno ist halt krank, von daher passt das alles. Wir haben jetzt hier einen schönen Nachmittag, den wir uns machen können. Schönen Abend, wenn jetzt, ich werde wahrscheinlich gleich noch so ein Fertiggericht machen. Heute Abend wird frisch gekocht. Da hat der Enno alles mitgebracht. Ich überlege gerade, ob ich jetzt noch mal hier so eine Arschbombe reinziehen soll. Vielleicht mache ich das. Es ist echt wunderschön hier. Perfektes Sommerwetter. Besser kann es nicht laufen. Reicht erstmal, dann können wir mal wieder nachfüllen. Wie könnte man den Nachmittag besser beginnen wie mit einem schönen Gösser Radler? Ja, und ich habe gerade mal hier meine Pouch aufgemacht. 3 Stück waren drin, 1 lag daneben. Also da sind jetzt locker 5-6 Grad Unterschied. Meins ist noch richtig kalt. Ja, das stimmt, ja. Innerseits ist es jetzt so ein bisschen warm. Ja, ein bisschen warm. Naja, aber geht immer noch. Wie gesagt, wir sind jetzt 2 Stunden draußen, aber
merkt man wirklich noch schon einen schönen Unterschied. So, jetzt wird erstmal eins aufgemacht. Prost, Enno. Zum Wohl. Nochmal danke für die Einladung. Kein Problem. Ah, ein Geilomat 3000. Dach kalt. Geht. Keine Arschbombe. Da ist so viel Zeug drin, was auf dem Boden liegt. Raumstämme und so weiter. Nichts riskieren. Oh, kalt. Heieiei. Ich hab Hunger und jetzt gibt's so ein kleines Voyager-Essen. Heute gibt's Pasta mit gekochtem Beef und also Rind und Gemüse. Das wäre jetzt noch unten. Da machen wir hier also inside Glücksbecher dabei geliehen. Und damit das jetzt lange warm bleibt, mache ich das jetzt in den Beutel hier von Big Sky International rein. Wie gesagt, der ist mit Primaloft gefüllt. Das Bier hält er schon mal kalt und jetzt hält er gleich mein Essen warm. Podcozy, so heißen die Dinger. Eben ist mir nicht eingefallen, wie es heißt. So, dann schauen wir mal rein. 10 Minuten dürften um sein. Also außen habe ich jetzt keine Hitze gemacht, aber innen drin ist es noch richtig schön heiß warm. Also Wassermenge war mal richtig. Kurzer Blick hinein in die Tüte. Na, Fleisch ist da ordentlich drin und Nudeln auch. Ich mag es nicht, wenn die Dinger immer zu soßig sind. Also das Stück Fleisch. Eben war es ein großes. Schon noch schon ein bisschen wie ein bisschen Trockenfleisch in der Mitte. Das ist halt Rindfleisch, das ist halt nicht so zart. Jetzt haben wir ja ein Gemüse drin. Karotten, Lauch, Zwiebeln, also eine cremige Soße. Ganz okay. Ich hatte schon bessere, aber ich hatte auch schon wesentlich schlechtere. Ja, wie ihr seht, sind wir schon mitten am Essen vorbereiten. Holz ist gemacht, die Bushbox brennt schon. Hier haben wir so Panini-Baguette-Brötchen. Die werden wir gleich über dem Feuer ein bisschen rösten. Dann hat er noch Schweinerückensteaks mitgebracht. Ein Tomatenpesto, ein bisschen Salat und Eier, die werden wir noch wie Rührei oder Spiegelei machen. Und das Ganze alles dann auf das Brot so als Mega-Sandwich machen. Ja, jetzt lasse ich es gerade das Feuer ein bisschen runterbrennen, dass wir eine schöne Glut haben, wo wir die Baguette dann so leicht ein bisschen anrösten können. Tomatenpesto drauf schmieren. Ich glaube, das wird zum Konzept Outdoor Buddy kocht und die anderen essen. Das dritte oder vierte Mal in Reihe, egal. Jedenfalls macht Spaß.
Enno hat schon die erste Runde. Jetzt ist gerade das zweite Stück Fleisch am Brutzeln. Muss man jetzt so nach und nach essen, damit wir alles schön immer warm und frisch haben. Nom nom nom. Sehr geil. Schweinesteakbrötchen mit Rührei, Tomatenpesto, Salat und der Geheimzutat Sriracha. Haha. Ja, wie ihr seht, Enno geht gerade. Ihm ist es leider gesundheitlich mehr oder weniger immer schlechter gegangen. Hat eben auch, wie gesagt, eine anderthalb Stunden tief und fest in der Hängematte geschlafen. Und ja, hat halt irgendwie Erkältung, Mandelentzündung oder sowas. Macht einfach keinen Sinn, dass er die Nacht jetzt hier draußen verbringt. Ich habe mich aber dazu entschieden, heute Nacht dann trotzdem hier draußen zu bleiben. Bin einen langen Weg hier angereist. Enno geht jetzt heim, schläft sich dort in Ruhe aus und ja, kommt mich dann morgen nochmal da hinten holen. Und ja, schade, aber man kann manchmal eben die Sachen nicht erzwingen. Und gerade gesundheitstechnisch, da steckt man eben da drin. Hat sich irgendwo angesteckt. Ist halt so, ja. Naja, wie gesagt, gegessen haben wir jetzt ja schön. Ich habe jetzt nur noch zwei Radler für mich. Und werde es mir hier gemütlich machen und einen Abend verbringen, noch mal so eine kleine Scout-Tour machen. Da oben ist noch so ein Sendemast. Da wollte ich mal noch hin. Guck mal, was man dafür noch für eine Aussicht hat. Ja, und ansonsten die Nacht hier in der Hängematte verbringen. Heute haben wir den 20. Juni. Heute ist der längste Tag des Jahres und somit die kürzeste Nacht. Ja, und ich freue mich schon trotzdem noch auch alleine hier die Nacht dann zu verbringen. So Leute, ja, wie gesagt, Enno ist weg. Ich habe jetzt gerade mal noch die Zeit genutzt und schnell mal mein Tarp aufgespannt. Vorstellung dazu kommt in einem separaten Video. Werde ich hier verlinken, sobald es raus ist. Vielleicht ist es auch schon vorher raus. Weiß ich nicht genau. Sind doch jetzt einige Videos auf der Hashtag OutdoorBuddy on Tour Volume 2 entstanden. Ja, habe mir eben schon einen Radler aufgemacht. Das werde ich jetzt genießen. Habe noch ein zweites. Denn das hätte nochmal der Enno getrunken. Ja, und setze mich jetzt hier gleich nochmal auf die Wiese und genieße noch die Abendstunden hier. So, ich mache mal noch eine kleine Scouting-Tour hier durch die umliegenden Wälder. Ist noch so ein Funkturm in der Nähe? Schaue ich mal vorbei. Ich muss echt aufpassen, hier sieht jeder Weg fast gleich aus. Nicht, dass ich mich hier verlaufe. Ah, ich sehe ihn schon. Hab den Mast gefunden. Ja, rauf gehe ich nicht, da ist so ein Schutz davor. Und außerdem ist mir das ein Tick zu hoch. Aber eine geile Aussicht hat man von hier. Zieht euch das rein. Und auch das Sinnesjoch kann man hier richtig gut sehen. Ich kann es nur noch mal sagen, es ist einfach geil hier oben. Ich habe jetzt hier gerade eine schöne Timelapse gemacht vom Alpenglühen, wenn man das so nennen will. Ist gerade in den letzten Zügen hier am Berg. Da hinten seht ihr noch die letzten Sonnenstrahlen, die den Berg oben erreichen. Ja. Das zeige ich euch jetzt und ich mache mich jetzt wieder auf, unten im Lager. Wird langsam frisch, muss mir jetzt mal was anziehen. Mit einem letzten Radler habe ich mir hier nochmal
neben der Buschbox gemütlich gemacht. Ja, genieße jetzt noch mal die letzten Stunden hier am See. Und ja, werde wohl irgendwann demnächst dann ins Bett gehen. Hab mir den Wecker für morgen für um 5 Uhr gestellt, dass ich vor dem Sonnenaufgang wach bin. Will vielleicht noch eine schöne Timelapse machen. Ja, ansonsten verabschiede ich mich für heute. Meld mich vielleicht gleich noch mal aus der Hängematte. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Wir haben schon 8 Uhr, ich habe jetzt mal richtig ausgeschlafen. 5 Uhr bin ich aufgestanden, habe die Kamera hinten hingestellt. Gehe ich gleich mal holen. Ja, jetzt heißt aber aufstehen, Frühstück machen und dann auch recht schnell zusammenräumen. Denn um 10 Uhr, wie gesagt, werde ich wieder vom Enno hier abgeholt. Also los geht's und dann erstmal die Sturmfrisur hier richten. Wunderschön heute Morgen hier auf der Wiese. Ja, machen wir jetzt mal ein Käffchen und ein Schokomüsli habe ich dabei. Ich habe mich eben noch oben schön in den Harzklumpen reingesessen, auf so eine Wurzel, toll, ganze Hose verpappt. Und was viel schlimmer ist, ich weiß nicht wieso, aber mein Topkilt hat, das sieht aus wie ein Brandloch. Aber ich meine, das Ding war überhaupt nicht in der Nähe vom Feuer auch nur. Ja, muss ich mich jetzt mal schlau machen, was ich da am besten drüber klebe. Also das da war mit einer der schönsten Übernachtungsspots, wo ich war. Sehr gut. Mahlzeit. Genau. So, noch schnell die Zähne putzen und dann Lager abbauen. Ja, ich habe jetzt alles zusammengeräumt. Platz sieht aus, als ob niemand da gewesen wäre. Müll ist natürlich auch mitgeholt im Drecksack. Steht sicher von selbst. Ja, und damit wäre mein erster gezwungener Solo-Overnighter im Ausland in Österreich beendet. Ich werde mich jetzt auf den Weg machen, unten auf die Forststraße, die hier hochführt. Und ja, da werde ich dann vom Enno gleich abgeholt werden. Ja, war eine sehr schöne Übernachtung hier. Ich habe recht gut geschlafen, hatte aber heute Nacht verdammt warm. Habe viel geschwitzt, seltsamerweise. Ja, und ja. Dann gehe ich mal los und vielleicht fange ich ja noch ein paar schöne Bilder für euch ein. Noch ein letzter Blick unten im See, zwischen den Bäumen durch. Und ich sag tschüss See, tschüss Göffelesee. Und ja, schauen wir mal, ob ich den Weg finde. Ja, da ist schon die Hauptforststraße, der muss ich jetzt eigentlich nur folgen.
immer schön auf dem Weg bleiben. Sonst geht das hier übel aus. Hey, da unten steht mein Taxi. Ja, da ist der nur pünktlich wie die Feuerwehr. Das ist doch mal ein Service. Taxi in den Berg. Ne, dafür habe ich auch gestern gekocht. Ja, so kann es halt auch gehen. Manchmal ist halt eine Krankheit da, da passiert, das ist halt so. Da kann man nichts dran ändern und dann muss man halt abbrechen. Schade, aber trotzdem hatten wir gestern einen schönen Tag zusammen gehabt. Ich hatte noch eine schöne Nacht und ja, jetzt fahren wir wieder zum Enrico zurück. Ich sag danke fürs Zuschauen. Daumen hoch nicht vergessen. Wer noch nicht abonniert hat, darf das jetzt auch gerne tun. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, bis bald und ciao. Ciao.